Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, und ich glaube, ihr hört es so ein bisschen. Es hat mich schon wieder erwischt. A, mit dem Angriff hier, und B, habe ich echt mir eine verdammt starke Erkältung wieder mal eingehandelt. Was heißt wieder mal eingehandelt? Es ist nicht die erste dieses Jahr. Und das kommt, ja, ich meine, es kam, wie es kam. Hier war einer ja die ganze Woche krank und hatte eine Grippe. Und da lag fast nahe, dass hier jetzt erstmal alle irgendwie erkältet sind, Husten haben, Schnupfen haben. Also bei mir ist vor allen Dingen meine Nase, die sowas von zu ist. Aber egal, wir haben hier natürlich ein bisschen Clanky gespielt. Und auch hier habe ich wieder ein paar Leute erwischt, die so ein bisschen ohne, ja, ich meine, sie meint es nur gut, aber jetzt ohne volle Helden angreifen im Clank, ihr wisst selber, das ist vor allen Dingen im oberen Bereich bockschwer. Und vor allen Dingen, wenn so ein Game Changer wie der Warden fehlt. Aber ich habe mir die Stimmen hier so ein bisschen eingefangen, und viele sagen, ja, ich würde aber trotzdem unterstützen, aber es hilft dann irgendwann nicht mehr wirklich weiter, weil das Problem ist, dass wir dann am Ende immer mehr Angriffe brauchen, um die auch selbst die unteren Bases auf 3 zu legen. Und dadurch fehlen uns dann letztendlich Angriffe, auch wenn alle angreifen, fehlen uns trotzdem welche, weil wir natürlich immer wieder unter Umständen einen zweiten Hit auf eine andere Base machen müssen, beziehungsweise auf eine Base machen müssen, die schon einmal angegriffen wurden und wo wir unbedingt den dritten Stern rausholen müssen oder mussten. Und ja, aber cool gemacht hier vom Avatar, keine Frage. Also voll gegen das Rathaus oben, habt ihr, glaube ich, am Anfang gesehen, Schleichkobis. Also wenn ihr so eine Base habt, glaube ich, dann bildet die ruhig aus. Sie kosten ja im Moment nur 7,5, und dann ist die Klamburg da oben Geschichte und sie stört euch so gut wie gar nicht mehr. Sehr, sehr schick. Danke dem Gegner hier für so eine schöne Base. Ja, keine Frage. Wenn ich ab und zu mal leise bin, dann niese ich entweder oder huste ab. Ich meine, ich habe sowieso mal einen leichten Husten, aber dann noch der Erkältungshusten dazu. Das ist eher kontraproduktiv. So will ich es mal sagen. Am Ende wurde es hier nochmal ziemlich, ziemlich eng, weil hier noch so ein paar Helden standen. Aber ich habe noch die Päckerdame dabei. Kommen natürlich jetzt noch so ein paar nervende Fallen raus, wo sich meine Queen leider erstmal rumkümmern muss. Und Scattershot geht auch weg. Ich habe ja noch vollen Helden hier, also volle Queen. Und habe noch so ein paar kleinere dabei. Oh, die gehen jetzt kaputt. Oh, nochmal zurückgefedert. Und dann bleiben das hier. Wie viel 99 habe ich eigentlich in den letzten Wochen gemacht? Ja, sehr ärgerlich. Okay. Aber wir gehen mal weiter rein. Oh, ich glaube, da habe ich es gerade nicht ganz. Ich glaube, da habe ich es gerade nicht ganz geschafft, euch das wegzumachen. Ja, ich bin halt am Schnippeln ohne Ende hier. Und muss jetzt auch mal eben einmal abniesen. Aber ihr seht den Angriff hier von Dumbo mit E-Drachen. Okay, das ist jetzt auch kein Dip gewesen, sondern das war wirklich 13 auf 13. Nur, wie gesagt, im unteren Bereich müssen Dips natürlich so ein bisschen, ja, ich will mal sagen, so ein bisschen sitzen, wenn sie denn kommen. Aber im Moment sind, ich habe dieses Wochenende so viele E-Drachen-Angriffe gesehen, vor allen Dingen im Clan Free-to-Play auch. Ich glaube, der Gegner hat nur mit E-Drachen angegriffen, sofern er natürlich E-Drachen hatte. Und deswegen weiß ich im Moment nicht, ist die Truppe, glaube ich, gerade ein bisschen stark, ne? Kann das sein? Ist, glaube ich, gerade ein bisschen stark, wenn man sie gut spielt und sie gut fliegen, beziehungsweise wenn man sie auch gut beschützt. Und
dann sind das hier schöne, wunderschöne 3 Sterne von Dumbo 13 auf 13 gewesen. War ja viel los am Wochenende. Ich konnte wirklich nicht online gehen, Leute. Ich konnte hier keine 5 Minuten still sitzen, ohne dass ich irgendwie huste, niese. Oder dass es mir, ja, körperlich geht es mir eigentlich jetzt wieder so einigermaßen gut. Aber ihr kennt das selber, wenn so eine Grippe bei euch im Körper sitzt, dann und du dich so ein bisschen reckst und streckst, dann tut irgendwie alles weh. Tut irgendwie alles weh. So, jetzt muss ich mal gucken. Thorsten. Avatar, ich glaube, das ist jetzt schon Dip auf 13. Ja, das ist jetzt schon Dip auf 13 hier. Also 14 auf 13. Gelingt mir auch nicht immer. Tatsächlich nicht immer. Aber ich habe heute auch, beziehungsweise gestern auch 15 auf 13 gedippt. Und habe da jetzt, glaube ich, meine Armee auch für gefunden. Also wirklich krass. Aber hier kann man ruhig den Rathaus, glaube ich, entgegenkommen. Mit einem Queen Walk ist es noch. Ja, ist kein Charge. Irgendwann geht sie doch noch rein, die Queen. Und ich musste mich ausschließlich an diesem Wochenende um Single Infernos kümmern. Also ich habe immer gegen ein Single oder 2 Single Infernos kämpfen müssen. Was natürlich etwas erschwerend ist, weil du musst dann noch immer genug Frost mit haben, dass es deine Queen nicht wegbrät. Und bin aber, glaube ich, ganz gut vorhergekommen hier hinten. Ja, ich habe auch einen Elektrodrachen mitgenommen hier hinten für die Flanke, weil es bot sich einfach an. Hier stand so viel für den Drachen, dass der mir so ein bisschen weiter hier den Funnel bereiten kann. Und dann schmeiße ich, glaube ich, hier oben meine Kaserne einfach ab, weil da ist kein Beschuss. King mit drin. King hier mit rein. Und dann kommt die Meute jetzt gleich von den Minern und den Hogridern. Und dann geht das hier ab durch die Mitte. Passt ja auch eigentlich ganz gut. Ich habe noch ein Fries für... Habe ich es noch geschafft? Nee, ich hab ihn nicht mehr gefriest. Okay, ich habe ihn nicht mehr gefriest. Muss jetzt gerade überlegen, warum habe ich den gar nicht gefriest. Okay, der Gift war noch in Ordnung. Wir kriegen auf jeden Fall die Superlakaien. Die hatten zumindest unser Gegner hier fast ausschließlich in den Clanburgen drin. Und ich will nicht sagen suboptimal, aber sie schießen halt nicht mehr so viel in der Defensive. Und deswegen nehmen wir sie hier fast gar nicht mehr. Fast gar nicht mehr. So vereinzelt. Der ein oder andere fordert sie noch, aber ist schon eher weniger geworden. Und in der Offense habe ich sie schon ultra lange nicht gesehen. Also auch da gibt es sicherlich noch wieder ein paar Lücken zu füllen. Wow. Okay, Riesendip. War das auf die 12 oder auf die 11? Ich glaube, es war hier, ne? Ah ne, der war das gar nicht. Der war das gar nicht, das war aber ein Riesendip auf den 12er. Dann war es eher hier auf den 13er. Ja, es war eher hier auf den 13er. Also auch hier habe ich mal eine Armee genommen, die ich eigentlich sonst gar nicht nehme. Aber ich habe mir gedacht, ich komme oben hier über die Flanke hier einfach mit dem Mauerbrecher rein. Hier ist erstmal nichts. Gehe oben auf das Lager, komme mit meiner Queen und die beiden gehen ja in jedem Fall schon rein. Weil da oben nichts mehr steht an Gebäuden. Und das habe ich mir auch mal zunutze gemacht. Also sehr selten, dass ich hier mit Sui-Helden angreife. Das ist wirklich so ein bisschen, ja, so greife ich eigentlich nicht an. Aber auch hier hat es so ein bisschen gereicht. Die kommen noch in den Gift rein. Ja, jetzt fliegen sie gerade so am Rand des Gifts. Aber ich kann meine Queen noch ganz easy peasy zünden hier. Und bekomme auch noch den zweiten Scattershot weg. Also auch die beiden sind weg. Und dann über die Flanke hier unten kurz mit einem Magier hier unten gegengefunnelt. Der Magier hält auch bis zum Ende. Ich habe die Tage mal in einem Video gesagt, der Babydrache hat bis zum Ende gehalten. Hat er nicht, ist noch am Ende gestorben, hat mir einer gespoilert. Und aber der Magier hier hält bis zum Ende durch. Den schützen die Drachen hier und auch die Drachenreiter sind unheimlich stark. Ich weiß gar nicht, was mich zu so einer Angriffsstrategie überhaupt habe überreden lassen. Nee, war keine Überredung. Aber ich hab mir gedacht, gegen Rathaus 13 sind die unheimlich stark und ich glaube, ich verliere auch keinen Drachen. Die gehen da oben ganz alleine durch, die anderen Drachen fliegen seelenruhig hier unten durch. Und da, mein Magier ist immer noch da, Leute. Da ist er.
die Defensive hat alles gegeben, aber sie hat meinen Magier nicht bekommen. Und dann ging es hier am Ende ziemlich schnell. Also so kann man es auch machen. Einfach nur ein Dip auf des Gegners Base 2 Stufen unter mir. Und naja, ich meine, ich habe 20 Truppen mehr, habe volle Helden, also ziemlich volle Helden. Und dann sind das hier schöne 3 Sterne. Aber wie gesagt, es ist auch gedippt gewesen. Ihr habt das Ergebnis ja schon gesehen. 38, 37 war auch ziemlich knapp. Der Gegner ist doch nochmal gut rangekommen. Und ich habe aber auch hier wirklich schönen Zehner. Endlich mal wieder einen Zehner-Angriff aus dem Clan Herausforderer. Da bin ich nämlich mit dem Fry unterwegs und habe ein Go-Hawk für euch im Gepäck. Ein Go-Hawk für euch im Gepäck. Und auch hier, ich glaube, auch hier sind wieder die Super-Lakaien in der Clanburg. Ja, den Gift habe ich natürlich jetzt auf die normalen Lakis geschmissen. Das war ein bisschen dusselig. Hab die anderen erstmal in Frost genommen. Und das muss jetzt irgendwie meine Queen erledigen, weil auch die fliegen hier nicht ganz rein. Und einmal noch einen zweiten Wut hier geworfen. Jetzt kommen schon unten die Hawks hier mit rein. Ich habe mir noch ein paar übergelassen für hier, dass ich hier so ein bisschen gegen hocken kann. Und jetzt sind die beiden auch Geschichte dort. Queen ist noch am Start. Mein King ist allerdings jetzt schon gestorben. Die Queen räumt da oben auf. Okay, es war jetzt nicht so eine starke Base. Der war sicherlich gerade erst so Rathaus 10 geworden. Wenn ich mir so den X-Bogen angucke und auch die Infernos sind noch nicht ganz ausgebaut, aber egal. 10 auf 10, Go-Hawk geht immer noch. Also natürlich mit Kampfmaschine und man kann das Ganze aber, denke ich mal, auch ohne machen. Letztendlich ist das, glaube ich, im Rathaus 10 Bereich, ich will mal sagen, fast egal, ob du noch eine Kampfmaschine mit hast. Ich meine, mit Kampfmaschine muss man fast sagen, kann man fast nicht. Ja, doch, man kann auch verlieren. Ich habe das die Tage ja leider auch gemacht mit dem Zehner. Mit Golalo, glaube ich, habe ich da angegriffen. Und da habe ich dann auch mit Kampfmaschine es nicht geschafft, ja, mal wieder mich gegen einen Feger durchzusetzen. War ich selber ein bisschen dusselig. Ich habe da eben gesehen, den Angriff vorher von Thorsten, habe ich wieder einen Feger gefriest. Also auch das sage ich immer wieder, friest die Feger, nicht den Inferno oder was auch immer. Nimm den Feger, sonst kommst du mit deinen Drachen oder überhaupt mit deinen Lufteinheiten nicht weiter in der Base, solange wie die Dinger noch stehen. Man sieht das oft in höheren Kämpfen, dass die Leute das einfach ignorieren und sagen, naja, komm, ist ein Feger, den kriegen wir schon irgendwann und irgendwie weg. Haben wir aber nicht gemacht. Okay, schöner Clankrieg hier, also wir sind wieder on top. Davor den Clankrieg haben wir verloren, weil es mir Freitag schon so scheiße ging. Ich habe mich irgendwann ganz, ganz früh hingelegt, habe dann gepennt, meine Angriffe teilweise, nur teilweise gemacht. Und was mir natürlich auch ein bisschen weh und leid tut, aber was willst du machen? Gesundheit geht, glaube ich, ein bisschen vor und ich war wirklich so down am Samstag, Sonntag dann so ähnlich. Und da habe ich ja dann aber schon wieder meine Angriffe gemacht, auch relativ früh, auch im kleinen Free-to-Play. Hier im Dorf sieht es ganz gut aus, ihr seht, 6 Bobs am Start hier. Ich habe wieder kurz ein bisschen gedippt, also kleiner Status-Update. Da seht ihr es, alle Truppen, alle Supertruppen, 70% off, das heißt alles kostet nur 7.500 und deswegen habe ich auch beides am Laufen, kann im Moment sowieso nicht leveln, die Events schaffen wir noch hier, ob ich das da oben spiele, weiß ich noch nicht, nur für den einen Powertrank, ich meine, es wären 10 Gems, ich habe auch endlich die 100 Gems bekommen, aus dem, ja, was ist es, aus der Errungenschaft, die jetzt weitergeht, da seht ihr es, Donate, 5000 Belagerungsmaschinen heißt es jetzt. Ja, mache ich. Dauert halt nur ein bisschen noch. Ne? Ich muss noch 3995 Stück machen. Easy peasy. Dauert aber leider länger als einen Tag, denke ich mal. Denn ich habe für die 1000 jetzt schon wirklich sehr, sehr lange gebraucht. Neben dem Defeaten hier unten, neben dem Verteidigen, glaube ich, das Nervigste. Aber immerhin gibt es dafür 500 Gems und nicht wieder unten nur 100 Gems. Ich hoffe, die Folge hat euch zum Wochenanfang trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen. Und vielleicht streame ich diese Woche. Aber genau das kann ich euch noch nicht versprechen, je nachdem, wie es mir abends gut oder schlecht geht. Ich meine, die Kamera brauche ich sowieso nicht anmachen. Ich sehe gruselig aus. Meine Augen sind vertränt, weil ich auch die ganze Zeit nasse Augen habe. Meine Nase ist glutrot vom vielen Schnupfen. Und dann huste ich auch noch immer noch rum hier. Also ich glaube, das wird eher
kontraproduktiv, wenn ich das auch noch mit Kamera mache und müsste euch ewig den Ton ausschalten und. Da mache ich lieber einen Stream, bisschen ohne Cam, sehen wir hier so ein bisschen, können wir ein bisschen farmen, können wir ein bisschen CK spielen und so weiter. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, bleibt auf jeden Fall gesund. Bis dahin, euer Toto. Clashed.